Jene Bands, denen es gelang, einen bahnbrechenden Wurf hinzukriegen und ein Meisterwerk zu präsentieren, stehen oft vor dem Problem, wie man solch einem Ungetüm folgt. Wie schafft man es, in seinem nächsten Beitrag nicht zu enttäuschen? Es ist fast eine unlösbare Aufgabe. Man sieht das zum Beispiel daran, wie unlösbar es für eine Band wie The Who erschien, einem Album wie Tommy zu folgen. Für The Alan Parsons Project mochte in 1977 eine solche Situation bestanden haben, als das Album I, Robot um die Welt gegangen war. Doch vermutlich ist das nur ein Hirngespinst. I, Robot war durchaus erfolgreich, doch ich vermute, dass dieser Kultfaktor um dieses Album erst in den darauffolgenden Jahrzehnten entstanden war. So mochten sich Wolfson und Parsons über diese Dinge kaum den Kopf zerbrochen haben. Sie machten einfach mit der nächsten Fuhre aus Songs weiter. Ohnehin war dies ein vermutlich sehr entspanntes Vorgehen, denn sie tourten ja nicht. Sie waren alteingesessene Residenten des Abbey Road Studios und kannten dort jeden. Über die Frage, wie man ihre Hochglanzmusik auf die Konzertbühne übertragen könnte, mussten sie sich nicht den Kopf zerbrechen. Und so wurde im Winter 77 auf 78 das dritte Album Pyramid aufgenommen. Es erschien am 1. Juni 1978. Pyramid könnte man durchaus als ein Konzeptalbum bezeichnen, doch wie so oft bei Alan Parsons Project ist dies nur eine sehr lose Umrandung, die man beachten kann, aber nicht muss. Das konzeptionelle Thema hierbei sind, man kann es sich denken, Pyramiden. Doch nicht so sehr die Pyramiden von Gizeh oder Pyramiden im Allgemeinen, sondern, und das ist eigentlich eine interessante Abstraktion, es geht nicht um Pyramiden als solche, sondern darum, wie Pyramiden Ende der 70er Jahre wahrgenommen wurden. Hier geht es also zum Beispiel um den damals aufkommenden Esoterik-Boom, der Pyramiden heilende Kraft zuschrieb. Und ich kann mich daran aus meiner Kindheit erinnern, damals gab es Leute, die in ihren Schlafzimmern Pyramiden aus Neonlicht aufgebaut haben und darin schliefen, weil man glaubte, dass man durch das Schlafen in einer Pyramide erholter und frischer wird. Diese Idee wird auch von dem Coverdesign von Hypnosis unterstützt. Es ist eines der seltenen Cover, das Alan Parsons zeigt, in einer recht intimen Hotelzimmeratmosphäre. Man kann das Albumcover nehmen und darin versuchen, sämtliche Referenzen, die sich auf Pyramiden beziehen, zu entdecken. Und es sind viele. Das wird dann im Inneren des Albumcovers richtig wüst. Ich kann mich erinnern, dass ich überrascht war, hier auch das Bild einer Rasierklinge zu finden. Doch ich hatte damals sofort verstanden, was damit gemeint war. Es gab damals ein Patent, das ein Landsmann von mir angemeldet hatte. Und dieses Patent besagte, dass stumpfe Rasierklingen, die man für mehrere Tage in eine speziell präparierte Pyramide hineinlegt, anschließend wieder scharf sind. Ich wusste das nur, weil ich als Teenager allerlei obskure Bücher gelesen hatte. Ich war aber recht überrascht, dass Alan Parsons das scheinbar auch kannte. Doch reden wir endlich über die Musik. Vorweg gesagt, Pyramid ist ein wunderbares Album, das viel zu bieten hat. Es ist aber auch interessant, es im Kontext seiner Vorgänger zu sehen. Als Parsons und Wolfson ihr Debütalbum und das zweite Album I, Robot aufgenommen hatten, war draußen in der Popwelt Punkrock der große Schrei. Parsons, der zu diesem Zeitpunkt sicherlich noch unter dem Eindruck seiner Arbeit mit den Prog-Rock-Titanen Pink Floyd gestanden hatte, konnte damit vermutlich nur wenig anfangen. Von dem sehr melodiösen Eric Wolfson gar nicht zu sprechen. Tales and Mysteries und auch I, Robot sind deshalb diese gänzlich aus Norm und Mode gelösten Beiträge, die recht zeitlos wirken, insbesondere die B-Seiten. Wenn überhaupt, ist I, Robot geringfügig von den Rhythmen der Disco-Musik inspiriert. Doch zwei Jahre später, in 1978, sieht die Sache anders aus. Punkrock ist da weitgehend überwunden und abgemeldet und der neue Schrei lautet New Wave, angeblich vertreten durch Bands wie Talking Heads oder Blondie. Zugleich beginnt hier auch die amerikanische Ära des AOR, des Album Oriented Rock. Es scheint, als ob man in den Tiefen amerikanischer Tonstudios endlich die perfekte molekulare Formel für Hitmusik gefunden hat. Neue Bands schießen aus dem Boden, die alle diesen qualitativen, polierten Sound haben, der melodiös ist, gerne aber auch Härte zeigt, doch stets in dieser eher glatten Manier. Gruppen wie Boston, Kansas, Styx oder Toto.
Das sind in der Regel Zusammenkünfte von extrem fähigen Musikern, doch ihr Anliegen ist nicht mehr, im Studio zu experimentieren und zu sehen, was dabei herauskommt. Sie wollen perfekte Produkte schmieden, die benutzerfreundlich sind und makellos. Und auf diese Weise entstehen einige fantastische Hits. Ich habe gegen diese Musik auch nichts einzuwenden und einige der genannten Bands sind durchaus in meinem Schallplattenarchiv vertreten. Doch, wie bei allen Dingen, hat Formelhaftigkeit manchmal den Makel, dass sie ab einem gewissen Punkt steril wirken kann. Es gibt unglaublich langweilige Tracks von Toto. Sie sind immer perfekt eingespielt, das stimmt, aber nichtssagend. Wie auch immer, ich denke, wenn man Pyramid von Alan Parsons Project hört, dann spürt man, dass Parsons und Wolfson hier ein wenig Anleihen nahmen. Sie wollten nicht einfach nur iRobot Teil 2 machen, sondern ihre Musik mit dem Zeitgeist weiterbewegen. Pyramid hat sichtlich ein strafferes Schlagzeugspiel von Stuart Elliott. Bei iRobot war es noch Stuart Tosh von Pilot am Schlagzeug. 1978 sind von der schottischen Band Pilot, die anfangs komplett bei Alan Parsons Project dabei waren, nur noch Ian Berntsen an der Gitarre und David Paton am Bass übrig. Sie würden aber beide für eine lange Zeit bleiben, eigentlich bis zum Ende. Einem modernen, progressiven Sound verschrieben, treten bei Pyramid auch Synthesizer etwas mehr in den Vordergrund. Eric Wolfson ist selbst ein hervorragender Pianist, doch wie schon bei iRobot ist auch der Keyboarder Duncan McKay wieder an Bord. Das ist ohnehin ein witziges Detail, das die Methode von Parsons und Wolfson beschreibt. Auf ihrem ersten Album war es vor allem die Band Pilot, die dort vollständig absorbiert und beschäftigt wurde. Und das lag nahe, denn Alan Parsons produzierte damals Pilot. Doch er fing auch an, Steve Harley and Cockney Rebel zu produzieren, während Wolfson das Management von Pilot und Cockney Rebel übernahm. Während nun mit jedem weiteren Alan Parsons Project Album die Anzahl der Pilot-Mitglieder geringer wird, steigt reziprok dazu die Anzahl der Cockney Rebel-Mitglieder. Beginnend mit dem Keyboarder Duncan McKay, dann der Drummer Stuart Elliott, der Stuart Tosh ablöst. Übrigens hatte auch Andrew Powell schon 1973 auf dem Debütalbum von Cockney Rebel für die Orchesterarrangements gesorgt. Das war noch bevor Alan Parsons zum Produzenten der Band wurde. Das war also ein vernetzter Pool aus extrem fähigen britischen Musikern, die in den 70er Jahren zunehmend um die Abbey Road Studios kreisten und damit auch um Alan Parsons und Eric Wolfson. Ihre Fingerabdrücke findet man nachfolgend an allen möglichen Stellen, wie zum Beispiel auf den ersten drei Alben von Kate Bush oder auf den Alben von Al Stewart. Auf den ersten Blick erscheinen die Beiträge von Andrew Powell auf diesem Album weniger prominent verglichen mit iRobot. Eigentlich erst auf der B-Seite mit dem epischen Track In the Lap of the Gods erklingt der vertraute Ritt aus typischer Alan Parsons Project Orchestrierung. Diese dynamischen Passagen, die so viele Musikjournalisten zu der Kolportage anhielten, The Alan Parsons Project mache Musik für imaginäre Filme. In the Lap of the Gods explodiert dann auch förmlich in alle Richtungen. Zum Orchester gesellt sich mit aller Stimmgewalt die English Choral. Parsons und Wolfson erschaffen hier eine der bombastischsten Aufnahmen ihrer Karriere. Ich nehme an, hier musste man den großen Studiosaal von Abbey Road in Anspruch nehmen, denn man hört hier eine Menge Stimmen und Instrumente. Es ist nicht schwer, dieses Stück zum Lieblingstrack auf diesem Album zu erklären. Was die Sänger betrifft, folgt hier das Duo Parsons-Wolfson dem bewährten Muster. Jedes Lied bekommt den Sänger, der am besten dazu passt. So ist wieder der großartige Lenny Zukatek zurück. Doch am Mikrofon stehen auch Colin Blunstone von den Zombies, der Sänger John Miles, aber auch Dean Ford von Marmalade. Ich dachte immer, wie Quentin Tarantino dafür bekannt wurde, in den 90ern Schauspieler aus den 70ern wieder zum Leben zu erwecken. Parsons tat gerne Ähnliches mit all den bekannten Sängern aus den 60ern. Der von Jack Harris gesungene Song Pyramania ist sicherlich die seltsamste Nummer auf diesem Album. Aber es ist ein Lied, das deutlich macht, dass Wolfson und Parsons auf die ganze Pyramidomanie einen schmunzelnden Außenblick haben und es nicht wirklich ernst nehmen. Zudem hat das Lied eine obskure Quirligkeit, die auch wieder deutlich macht, dass Eric Wolfson eines Tages Musicals schreiben würde. Natürlich gibt es auch das typische rätselhafte Weltrauminstrumental aus der Feder von Alan Parsons. Das sollte eine Art Tradition werden. Hier ist es der Track Hyper Gamma Spaces. Sehr oft wurde ein solches Instrumental als vorletztes auf einem Album platziert, was zeigt, wie sehr Parsons und Wolfson immer nach Formeln gesucht haben, die wiederholbar sind. So wie das letzte Stück fast immer eine etwas pathosgeladene Ballade war.
Hier in diesem Fall ist es Shadow of a Lonely Man, gesungen von John Miles. Pyramid ist ein großartiges Album, das eine Band zeigt, die an diesem Punkt nicht zu bremsen war. Es ist nicht mein Lieblingsalbum von The Project, ich finde es beim Weitem nicht so gut wie iRobot und einige Alben, die noch folgen sollten. Dennoch habe ich es mir recht oft angehört, denn jegliche Kritik ist hier auf sehr hohem Niveau geäußert. Das ist immer noch eine Top-LP, die ich jedem empfehlen kann, der Alan Parsons Project erforschen möchte. Das Album verfügt über faszinierende Stücke wie What Goes Up, gesungen im Duett von Dean Ford und David Paton, oder The Eagle Will Rise Again, das zwar nicht frei von musikalischem Kitsch ist, doch ist man emotional imstande, darüber hinwegzukommen, begegnet man einer reizvollen, geradezu historisch anmutenden Komposition. Der Gitarrist Ian Berndsen, sicherlich einer meiner Lieblingsgitarristen, spielt hier großartig wie immer. Deutlich mehr akustische Gitarren als elektrische. Einige seiner feurigsten Gitarrensolos sollten erst auf zukünftigen Alben eingespielt werden. Ich gebe diesem Album somit 4 von 5 Sternen. Für mich ein unverzichtbares Album und auch ein hervorragendes Zeugnis für die Musikszene von 1978 und das Lebensgefühl dieser Zeit. Die Zukunft rückte immer näher und die Menschen hatten noch immer geglaubt, dass wir bald alle in den Weltraum gehen würden. Sie konnten ja nicht wissen, dass wir in Wirklichkeit nur Facebook, Hedgefonds und Donald Trump kriegen würden. Aber das ist eine andere Geschichte. Das war Pyramid von The Alan Parsons Project aus dem Jahr 1978.